Der Meisterlügner und der König. Tonchi Achai, der Sieg der Schätze, war ein schlauer und gerissener Mann. Er beherrschte die Kunst des Lügens so, dass jeder Mann ihm Glauben schenkte, obgleich er erwarten musste, getäuscht zu werden. Die Bürger alle bewunderten Tonchi Achai wegen seiner Gerissenheit, und so war er weit und breit berühmt. Sogar der König der Stadt interessierte sich für ihn. Schon so viel hatte der König von Tonchi Achai und seiner Kunst gehört, dass er eines Tages auf den Gedanken verfiel, die Lügenschleue seines Untertanen zu prüfen. Der Herr befahl also seinen Pagen, Tonchi Achai zu Hofe zu laden. Der trat nach dem Willen des Königs in den Palast, und der Herrscher sprach zu ihm: »Ich habe erfahren, dass du ein kluger Mann und von scharfem Verstand bist. Du sollst gut lügen können, dass niemand es bemerkt und jeder dir glaubt. Wenn du wirklich so ein Fachmann bist in der Kunst des Lügens, so versuch es einmal mit mir. Du magst mich so anlügen, dass ich darob in Wasser gehe. Wenn es dir gelingt, mich ins Wasser zu lügen, so magst du dir eine Belohnung aussuchen nach Herzensbegehr.« Tonchi Achai nahm die Herausforderung des Königs an und beantwortete ihm: »Leider kann ich dich, o Herr, durch mein Lügen nicht dazu veranlassen, ins Wasser zu gehen, aber wenn du willst, so werde ich dich gern aus dem Wasser wieder auslügen.« Der König hörte Tonchi Achai an und dachte: »Ich nehme die Herausforderung an.« Er eilte hinab zum Teich, und als er vom Wasser fast bedeckt war, befahl er Tonchi Achai, mit dem Lügen zu beginnen, damit er sehe, ob der Meisterlügner ihn wieder herausholen würde mit seiner Listen. Tonchi Achai jedoch fiel auf die Knie nieder und sprach: »Ich bin fertig. Verzeih mir, ich habe dich nur ins Wasser hineinlügen wollen. Das ist mir gelungen.« Der König merkte, dass er auf die List des Lügners hereingefallen war, schämte er sich vor seinem Volke sehr. Darum war sein einziger Gedanke, Tonchi Achai die Beleidigung heimzuzahlen. Er musste jedoch vorerst seinem Versprechen stehen und sprach: »Da dir dein Betrug an mir gelungen ist, so magst du dir auch deine Belohnung aufsuchen.« Tonchi Achai aber entgegnete, er wünsche keinerlei Belohnung vom König. Als der König das hörte, bat er Tonchi Achai, wenigstens zu einem Festessen zu kommen, das er zu Ehren des Siegers geben wollte. Tonchi Achai nahm die Einladung an und gab dadurch dem König Gelegenheit, sich zu rächen. Denn der Herrscher befahl einem seiner Vertrauten, ein Geierweibchen zu fangen, zu töten und als Speise zuzubereiten. Dann lud er Tonchi Achai ein, mit ihm zusammen zu speisen. Tonchi Achai dachte, das Fleisch, das er aß, sei vom Huhn, und er ließ es sich schmecken. Als er alles aufgegessen hatte, sprach der König: »O Tonchi Achai, nun bist auch du auf meine List hereingefallen. Nicht Hühnerfleisch hast du gegessen, sondern Fleisch von Geierweibchen.« Tonchi Achai war ein Opfer der Lügen des Königs geworden. Das erregte seinen Zorn. Er wollte dem König des Beleidigung heimzahlen. Eines Tages, als er sich eine neue List ausgedacht hatte, trat er vor den König und sprach: »Ich weiß, dass du, o Herr, eine ganz besonders hohe Meisterschaft besitzt im Malen von Buchstaben. Darum lass mich mit dir um die Wette Buchstaben schreiben, damit deine Meisterschaft an mir erneut bewiesen werde.« Der König war dazu bereit und ließ den Wettkampf vorbereiten. In jener Frühzeit aber schrieb man so. Man benutzte eine Schreibtafel und einen Kalkstift. Beim Schreiben musste man die Spitze dieses Griffels immer wieder im Munde mit Speichel befeuchten, damit die Schriftzüge gut sichtbar wurden. Tonchi Achai nun hatte folgenden Plan. Der König sollte mit Hühnerkot statt mit Kalk schreiben. Darum ging er und sammelte weißen, kalkigen Kot, weichte ihn ein, rollte ihn zusammen und trocknete ihn, dass er am Ende aussah wie ein wirklicher Kalkgriffel. Als die Vorbestimmung der Stunde kam, eilte Tonchi Achai zu dem Platz, wo der Wettkampf ausgetragen werden sollte, und kam rechtzeitig noch vor dem König an. In der Halle lagen zwei Schreibtafeln und zwei weiße Kalkstifte. Tonchi Achai nahm einen davon weg und legte an seiner Statt den Hühnerkotstift nieder. Als der König kam, begannen sie sogleich zu schreiben.
Toni Achai war dem König bei der Wahl der Stifte zuvorgekommen. Während sie nun schrieben, steckte der König mit seinem Speichel zu befeuchten. Toni Achai ließ ihn gewähren. Dann kniete er vor dem König nieder und rief: »Herr, du bist betrogen! Nicht ein Kalk, sondern ein Hühnerkot hast du geleckt!« Des Königs Zorn war groß, denn zum zweiten Mal hatte Toni Achai es verstanden, ihn vor allem Volk Gesicht verlieren zu lassen. Wütend befahl er den Soldaten, Toni Achai gefangen zu nehmen und auf einer Meeresinsel auszusetzen, damit die Flut ihn dort ums Leben bringe. Toni Achai hörte mit Schrecken, dass der König seinen Tod beschlossen hatte. Verzweifelt suchte er nach einem Weg, sich zu retten. Endlich hatte er etwas ersonnen und bat die Soldaten, die zu seiner Festnahme kamen, ihn noch einmal vor den König zu führen. Zum König aber sprach er: »Da es nun soweit ist, dass ich sterben muss, möchte ich einen Wunsch vorbringen. Gebt mir, o Herr, die Zeichen der Königswürde mit auf die Insel, zusammen mit der Nachbildung eines Königspalasts, zusammengefügt aus eisernen Stangen.« Der König erfüllte den Wunsch und ließ seine Beamten die Gegenstände bringen. Denn warum sollte er einem Sterbenden seine letzte Bitte verweigern? Als Toni Achai die Dinge erhalten hatte, ließ er sich von den Soldaten willig auf die Insel im Meere führen. Dort legte er die königlichen Rangzeichen an, setzte sich in den eisernen Palast und versuchte sich im Weinen. Nicht lange musste Toni Achai warten, da segelte eine Dunke an die Insel vorüber. Toni Achai nahm sein Gewand und schwang es zum Zeichen, dass hier ein Schiffbringer um Hilfe bitte. Die Dschunke drehte bei und ankerte am Ufer der Insel. Es war ein Lastschiff, das einem chinesischen Kaufmann gehörte. Der Chinese sah, wie Toni Achai in seinem winzigen Palast saß und weinte. Er fragte ihn, warum. Toni Achai erzählte ihm eine Geschichte. Die Bürger der Stadt hätten ihn zwingen wollen, König zu sein. Er aber wollte nicht König sein und sei daher hierher geflohen, um sich in der Einsamkeit auszuweinen. Der Chinese hörte die Geschichte und dachte, wie dumm dieser Mensch doch ist. Zum König sollte er gemacht werden und hat abgelehnt. Darum sagte er zu Toni Achai: »Lass mich statt deiner König sein.« Toni Achai antwortete: »Wenn du mir dafür deine Dschunke schenkst, mit allem, was darin ist, so bin ich bereit, dich an meiner Stadt zum König zu machen.« Da übergab der Chinese ihm das ganze Schiff mit allen Waren. Und Toni Achai überreichte dem Kaufmann dafür die Königszeichen. Als er sie angelegt hatte, musste er sich in den Palast aus Eisengittern setzen. Toni Achai verabschiedete sich nun von ihm und sagte: »Am Abend werden die Bürger kommen und dich in meinem Festzug in die Stadt tragen. Dann wirst du König sein.« Toni Achai aber nahm die Dschunke mit allen Waren des Kaufmanns und segelte damit geradewegs in die Stadt hinein. Von allen Waren nahm er das erlesenste Stück und brachte es dem König dar als Geschenk. Eine abenteuerliche Geschichte gab er zum Besten, wie es ihm gelungen sei, sich zu befreien. Der König hörte ihm zu und seine Geschichte ging ihm zu Herzen. Was für ein tapferer, umsichtiger Mann war doch dieser Toni Achai. Der König konnte nicht anders, er musste ihm verzeihen. Mehr noch, er machte Toni Achai zum Ratgeber und Minister. So zog Toni Achai im höchsten Ehren in den Palast ein und lebte von da an auf immer im Glück.